Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im Diebesnest. Da fiel mir übrigens gerade ein, dass wir hier auch noch Punkte reinstecken können, dass das Kopfgeld schneller weg ist und dass man sich einmal am Tag herausreden kann. Das ist schon ganz gut und ich würde sagen, das ist auch ganz gut, wenn wir da Punkte reinmachen. Ja, Andari, was haben wir denn heute? Habt ihr von der Hochzeit gehört? Hochzeit? Welche Hochzeit? Magnifica Falora, die mit der verschwundenen Mitgift. Kosch hat sie gefunden, zurückgebracht und sie hat eingewilligt, ihn zu heiraten. Für die Zukunft von Tanet oder irgend so ein Quatsch. Saira glaubt, unser alter Gildenmeister steckt hinter all dem. Sie will Nikolas dafür büßen sehen, dass er uns verraten hat. Und ich auch. Ich werde mit Saira sprechen. Als ich Saira das letzte Mal gesehen habe, ging sie im Nest unruhig auf und ab. Wenn sie nicht aufpasst, schabt sie noch eine Furche in den Boden. Warum sollte Magnifica Falora Kosch heiraten? Ihr klingt wie Trag, wenn er sich über die Launen der Adligen auslässt. Ach, macht ruhig, fragt ihn. Dann habt ihr im Nu das Gefühl, als würde sich alles drehen. Bei mir dreht sich gerade auch alles, aber aus anderen Gründen. Ich hoffe, sie ist zumindest noch nüchtern genug, dass sie uns tatsächlich die richtigen Sachen erzählt, weitergibt. Saira. Da seid ihr ja. Habt ihr von der Hochzeit gehört? Das ist unsere Chance, es Nikolas heimzuzahlen, dass er die Diebesgilde verraten und verkauft hat. Was hat Nikolas mit der Hochzeit zu tun? Nikolas muss all das geplant haben. Den Diebstahl der Mitgift, deren Verwendung als Hebel, den er bei Falora ansetzen konnte. Jetzt muss sie seine Marionette Kosch heiraten. Also sprengen wir die Hochzeit. Warum sollten wir das tun? Wenn Magnifica Falora erfährt, wen sie heiraten soll, wird sie das Eisenrad auf Kosch hetzen. Und wenn wir die Zukunft von Kosch bedrohen, wird Nikolas schon aus seinem Versteck hervorgekrochen kommen. Ich freue mich schon darauf, ihn zu zertreten. In Ordnung, sagt mir, was ihr braucht. Silberkralle sagte, er würde mit den Einladungen helfen. Trefft ihn in seinem Laden drunten am Hafen. Was geschieht, wenn wir Nikolas finden? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber was immer auch geschehen mag, ihr verdient es, dabei zu sein. Ja, unten am Hafen. Da würde ich aber trotzdem sagen, dass wir normal rausgehen und nicht wieder dem Quest-Symbol folgen, weil das ist mir ehrlich gesagt zu umständlich. Gehen wir hier raus. So. Ach so, bei makellose Waren. Gut, unten am Hafen habe ich nur mitbekommen. Bei makellose Waren habe ich jetzt leider nicht mitbekommen eben. Aber das ist auch hier oben, ne? Da. Oh, hallo. Saira hat eine Nachricht geschickt, dass ich mit eurem Erscheinen rechnen sollte. Silberkralle? Was stimmt nicht? Alle wichtigen Händler in Abars Landung haben eine Hochzeitseinladung erhalten. Jeder einzelne von ihnen. Aber nicht Silberkralle. Welche Händler genau? Fürst Wallavir zum Beispiel. Dieser paranoide Betrüger tut auf dem Markt so, als ob ihm jeder einzelne Kachel an den Wänden gehört. Oder Fürstin Balina, diese üppige, eitle Person. Sie will nicht mal hingehen. Es ist nur eine Ausrede für sie, sich ein neues Kleid bei Perzius Locke zu kaufen. Sie ist verschossen in ihn, wisst ihr? Ich muss an eine Einladung herankommen. Wem sollte ich sie stehlen? Ich kann sie beide nicht leiden. Fürst Wallavir wird seine in der Tasche haben. Wenn ihr geschickt genug seid, könnt ihr es ihm abnehmen. Fürstin Balina wird sie sicher auf ihre Kommode im Schlafzimmer legen. Schleicht an den Angestellten und Wachen in ihrem Herrenhaus vorbei, um sie euch zu holen. Ja.
Gut, gut. Sobald ihr das getan habt, trefft mich an eurem Diebesnest. Ich habe möglicherweise eine gewisse Erfahrung damit, offizielle Papiere zu duplizieren. Für meine Unterlagen, wisst ihr? Mhm. Genau. Wie können wir da mit einer ordentlichen Fälschung rechnen? Ich kann eure Schrift kaum lesen. Das ist Absicht. Meine Handschrift dient der Abwehr. So können fremde Augen mein Hauptbuch nicht entziffern. Kann ich mit dir auch hin? Ich treffe euch im Nest. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich mein Leben für das von Syra aufs Spiel setzen werde. Aber ich habe noch ein Büchlein gesehen. Was macht ihr hier? Das ist Silberkralles Hauptbuch. Das mit den großen Geheimnissen. Yay! Fürstin Berliner. Ja, könnt ihr euch gerne durchlesen. Cool. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Da läuft der Typ wahrscheinlich rum und da ist das wahrscheinlich mit den Wachen, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit den Wachen, aber... Naja, meine Skills beim Stehlen sind halt auch nicht so wirklich gut. Lug und Trug habe ich auf 7. Flinke Finger auf 2. Wir können es mal versuchen, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut sein wird. Vor allen Dingen läuft der jetzt auch noch hier rum, wo die anderen alle stehen. Und natürlich ist da hinten eine Wache. Oder auch schon hier vorne. Ich will eigentlich nur mal eben wissen, wie viel Prozent ich habe. Oh, zeig mir doch einfach mal die Prozent an. Nee. Aber mehr als 50% geht da anscheinend auch nicht hoch. Dann würde ich sagen, dann stehlen wir tatsächlich... komme ich da jetzt wo? Moment. Ah, ich hasse es. Hier, genau. Dann würde ich sagen, dann stehen wir tatsächlich hier im Anwesen. Ob das einfacher ist, ich wage es zu bezweifeln, aber naja, wir kennen uns da jetzt schon ein bisschen aus, ne? Ja, was ist denn heute los? Die Kolben sind doch sonst immer so einfach. Wo muss ich denn hin? Höher. Das ist eine Wache. Habe ich jetzt die Einladung? Kehrt zum Diebesnest zurück. Moment, eigentlich könnte ich ja das Ganze abkürzen. So, ich habe ja kein Kopfgeld. Ich bin einfach mal ein bisschen hin und her gereist. Das geht schneller und da muss man dann auch nicht mehr an den Wachen vorbei und dann eventuell Gefahr laufen, dass man dann doch nochmal Kopfgeld kassiert. Wunderbar, das nehmen wir auch nochmal schnell mit. Und dann können wir direkt ins Diebesnest reingehen. So, dann müssen wir zu Welser, oder? Ja, zu Welser. Beziehungsweise, er steht hier oben. Zum dritten Mal, ich höre eure Bedenken. Und ich ignoriere sie auf eure Gefahr hin. Nun, ich bin dabei. Eine Hochzeit in Hubalajats Palast. Man denke allein ans Essen. Ja. Habt ihr die Einladung bekommen? Wessen habt ihr euch angeeignet? Nein, sagt es mir nicht. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Ich habe die Einladung. Hier, nehmt sie. Lasst mich mal sehen. Und Begleitung, das ist gut. Laut der Einladung darf man eine Person als Begleitung mitbringen.
Sobald ihr eure Begleitung ausgewählt habt, solltet ihr den diamantenen Fingerhut aufsuchen. Wenn ihr nicht in einer Gewandung von Perzius Locke steckt, fallt ihr auf wie eine entzündete Kralle. Ich muss mich hübsch anziehen? Ihr müsst euch nicht hübsch anziehen, ihr dürft euch hübsch anziehen. Doch eure Begleitung wird auch eine Gewandung brauchen, also macht ruhig weiter. Ich bin gleich hier drüben. Die Einladung wird in Windeseile fertig sein. Okay, kein Thema. Ja? Warum schaut ihr mich so an? Ich weiß nicht, ob wir mit denen reden können. Ich weiß nicht, schlecht leise würde wahrscheinlich gerne mal mitgehen, aber Gwen war bestimmt auch noch nie da. Wen werdet ihr denn nun in den Palast mitbringen? Ich hoffe, ihr sagt Velsa. Ich würde sie liebend gern einmal in feinsten Gewändern sehen. Wollt ihr mich zur Hochzeit begleiten? Ihr wollt was? Ihr seid die beste Wahl, wenn es um das Erreichen der oberen Etagen des Palastes geht. Nein, das hört sich jetzt fies an. Ihr seid mir sehr wichtig, Gwen. Als all das hier begann, habe ich euch angeworben, um für mich zu arbeiten. Jetzt lässt mich Saira euren Anweisungen folgen. Was ich damit sagen will, es klingt einfach komisch, wenn das von jemandem kommt, mit dem ich zusammenarbeite. Wir haben das hier gemeinsam angefangen. Ich würde es auch am liebsten gemeinsam zu Ende bringen. Danke, dass ihr keine schräge Nummer hier rausmacht. Nun gut, Partnerin, ihr habt eine Begleitung. Perfekt. So, eigentlich sollte er noch hier... Doch, hier läuft er doch rum. Geht zum Diamanten und Fingerhut. Ja, toll. Hier ist er gerade noch am Fälschen. Ach so, da ist dieser Perseus Locke, ne? Beim Fingerhut. Das ist es, glaube ich. Na gut, dann gehen wir da jetzt nochmal schnell hin. So, der war... Wie weit war der jetzt drin? Ganz hinten durch? Oder war der weiter... auf jeden Fall... Hier. Ich laufe schon wieder falsch. Ich weiß, aber da hinten kenne ich mich jetzt gar nicht mehr aus. Ah ja, hier war das. Es war mir ein Vergnügen, Fürstin Palina. Ich ziehe euch immer gern fein an. Kommt später auf meinem Anwesen vorbei, um eure Bezahlung abzuholen. Hatte ich erwähnt, dass mein Gatte fort ist? Sogar dreimal. Meine Assistentin bringt euch die Rechnung. Mhm. Ah, meine unerwartete Retterin ist zurück. Saira hat mir schon wegen eurer Nöte in Sachen Stil Bescheid gegeben. Sie sagte, ich müsste mir eine Gewandung aussuchen. Wie geht das vonstatten? Jedes Stück aus meiner Auswahl, das ihr hier seht, sollte passen. Ich habe ein Auge für solche Dinge. Bitte beachtet, dass die Gewandung nur geliehen ist. Ich möchte euch bitten, sie mir mit genauso vielen Löchern zurückzubringen, wie sie hatte, als sie diesen Ort verließ. Was schlagt ihr vor? Ach, das ist doch, als würdet ihr einen Vater bitten, sich ein Lieblingskind auszusuchen. Jedes ist doch auf seine Weise etwas Besonderes. Zarte Stoffe und aufregende Muster hauchen jedem Leben ein, der sie trägt. Ich will das Eigenlob nicht übertreiben, aber ihr werdet euch fühlen wie neugeboren. Danke für den Hinweis. Nehmt einfach, was euch anspricht. Die erste Wahl ist immer die beste. Seid ihr sicher? Ist das Eisenrad nicht hinter euch her? Nicht nachdem die Handelsfürsten davon Wind bekommen haben. Es hat Vorteile, der bekannteste Schneider von Abbas Landung zu sein. Oberinspektor Ran Beek hat sich persönlich bei mir entschuldigt. Irgendwas von wegen des Übereifers seines Untergebenen oder so. Bevor wir in das Al-Danobia-Grabmal aufbrachen, sagte Saira, ihr wärt schon einmal dort drin gewesen. Seid ihr je auf Maloks Pfad gewandelt? Dieser schreckliche Ort der Finsternis? Magnifica Falora hat versucht, mich durchzuführen, aber ich bekam Angst und flüchtete. Es war reines Glück, dass ich nicht tödlich gestürzt bin. Und wenn sie mir nicht dieses Schmuckstück gegeben hätte, dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten. War es ein Amulett?
Ja, darin war ein Kristall, der ein kleines bisschen ihres Bluts enthielt. Ich erwähnte es gegenüber eurem alten Gildenmeister, als er mich nach Einzelheiten zum Aldanobia-Grabmal befragte. Es ist seltsam, aber ich scheine es verlegt zu haben. Ich habe es seit Monaten nicht gesehen. Warum fragt ihr? Nur so. Gut, wir sollen uns was aussuchen. Warum sollte ich mir männliche Klamotten aussuchen, wenn ich zu einem Ball gehe? Die hier habe ich auch, aber ich finde die jetzt gar nicht so schön. Die hier finde ich ganz cool, die habe ich auch. Aber das hier ist immer noch meine absolute Lieblingsklamotte, deswegen nehme ich das jetzt hier. Ganz bemerkenswert, als ob die Gewandung euch ausgewählt hätte. Darin seid ihr kaum zu übersehen. Es liegt an meinen schicken Hüften. Nein, doch nicht du. Aha, aha. So richtig aufhübschen kann man euch zwar nicht. Was? Aber ihr seht in jedem Fall verlockend schurkisch aus. Ich brauche eine eigene Gewandung für die Hochzeit. Etwas, was mein Gesicht verdeckt. Was meint ihr? Hat Silberkralle euch auch eine Einladung gefälscht? Nicht ganz. Wenn Nikolas mit Kosch zusammenarbeitet, dann hat er mich den Wachen vielleicht schon beschrieben. Ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Sobald ihr es in den Palast hineingeschafft habt, lenkt ihr jeden ab, der von drinnen die Tore beobachtet. Ich erledige den Rest. Ich kann das machen. Gut. Hier ist eure Hochzeitseinladung, frisch von Silberkralles Tisch. Nachdem ihr eure Begleitung an Hubalajats Palast getroffen habt, zeigt ihr sie dem Torwächter. Ich warte auf eure Ablenkung. Na gut, na gut. Ich soll hier rausgehen. Warum soll ich denn hier rausgehen und nicht auf der anderen Seite? Also, weil es da auf der Seite ist. Mich wurmt es aber schon die ganze Zeit, dass wir hier eine... Es war nicht hier, ne? Dass wir hier eine Scherbe haben. Ich glaube, wir mussten da durch. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Ich will mal eben schauen, ob ich die Scherbe hier mal eben kurz nehmen kann. Die ist hier. Ah ja, perfekt. So kam man dahin. Ich wusste es doch. Weil es hat mich die ganze Zeit schon gewurmt. Ich habe die ganze Zeit da gesehen und habe mir immer wieder gedacht, die musst du dir jetzt doch endlich mal holen. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Falsche Richtung, falsche Richtung. So. Einmal raus. Ihr seht wunderbar aus. Ja, Quinn, das kann ich nur zurückgeben hier, ne? Ich habe mich schon seit der Akademie nicht mehr so hübsch angezogen. Bezüglich eurer Gewandung. Ich weiß, sie ist schrecklich. Überhaupt nicht wie das, was ich zu Hause trage. Ich frage mich nur, ob ihr darin klettern könnt. Eigentlich seht ihr darin wirklich gut aus. Es ist nett von euch, das zu sagen, aber wir wissen doch beide, dass das ungefähr so gut zu mir passt wie eine einmonatige Seereise. Wir sollten los. So, ja, dann würde ich sagen, dass wir hier aber erstmal einen kleinen Cut machen, weil der Teil danach, meine ich, dauert noch ein ganzes Weilchen. Deswegen sage ich erstmal bis zur nächsten Folge und da sehen wir dann den zweiten Teil. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.